neuer Tag, eine neue Wasserkühlung. Und so kommt es, dass Enermax nun schon seit einer kleinen Weile neue AIO-Wasserkühler auf den Markt losgelassen hat. Diesmal sogar wieder überaus attraktive Modelle, sowohl aus preislicher als auch ästhetischer Sicht. Einer dieser Modelle ist tatsächlich die bei mir heute, und zwar die sogenannte Enermax LiqMax 3 RGB 240. Im Moment liegt der Preis mit ca. 69 Euro, mehr oder weniger im eher unteren Preisbereich, was uns Kunden natürlich immer irgendwo freut. Andererseits stellt sich dann aber auch immer erneut die Frage, ob denn so eine Kühlung letzten Endes zu 69 Euro was taugen kann. Die heutige LiqMax 3 RGB ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber besonders spektakulär ist sie in eigentlich keiner Hinsicht. Es gibt dabei auch die ein oder andere kleine Schattenseite, auf die ich in diesem Video eingehen werde. Vorab will ich euch aber kurz darüber aufklären, dass es mit den Modellbezeichnungen eventuell ein paar Verwirrungen geben könnte. Zumindest zum Zeitpunkt dieses Skripts gibt es in der LiqMax 3 Serie nur eine RGB-Variante eines 240mm Radiators. Entscheidet man sich für mehr Kühloberfläche und greift somit zu 360mm, sprechen wir auf einmal von ARGB, also adressierbarer RGB-Beleuchtung. Das sind bekanntlich zwei ganz verschiedene Beleuchtungstechniken, wovon die adressierbare davon die fortschrittlichere ist. Der Lieferumfang fällt hier ungewohnt für Enermax verhältnismäßig ein wenig magerer aus als sonst. Das Nötigste ist zwar alles dabei, doch was mir an der Stelle für die Einsteiger fehlt, besonders in diesem Preissegment, das ist ein RGB-Controller. Einen solchen bekommen wir hier nicht. Klar, nicht jeder braucht mehr so einen, da viele moderne Mainboards eh schon mit so einem vierpoligen 12V RGB-Anschluss daherkommen, aber trotzdem, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen. Der Radiator und die Pumpeneinheit bzw. der Wasserblock scheinen so manch anderen bereits veröffentlichten Modellen von Enermax zu ähneln. Wer sich also ästhetisch, designtechnisch was ganz Neues erhofft hat, wird enttäuscht. Allerdings finde ich es keineswegs schlimm, wenn der Hersteller seinem Look hier treu bleibt. Tatsächlich ein Look, der für mich derzeit am Markt immer noch als einer der schönsten, edelsten gilt. Ansonsten kommt hier ein Aluminiumradiator mit den üblichen Maßen bzw. einer Dicke von 27 mm ins Spiel. Die Pumpeneinheit weist dabei, wie gewohnt, eine Kupferkontaktfläche auf. Hier ist außerdem die Rede vom sogenannten Aurabelt-Wasserblock, das heißt, an Beleuchtung fehlt es hier definitiv nicht. Bevorzugt man aber eher neutrales Licht, so schließt man davon nichts an, dann verwandelt sich RGB plötzlich in Weiß. Wer aber mit dem Rot-Grün-Blau-Trend gehen will, muss ein Kabel für die Beleuchtungssteuerung auch an den Wasserblock anschließen. Ist alles im Lieferumfang enthalten. Lobenswert sind die langen, scheinbar recht hochwertigen, gewebten Schläuche aus Polyamidgummi mit mehreren Schichten. Die Fittings sind dann aber recht normal gehalten, keine aus Metall, weder am Wasserblock noch am Radiator, zu einem Preis von 69 Euro, aber mehr als verständlich. Die Pumpe verfügt jedenfalls über ein Keramiklager und läuft mit maximal 3100 RPM. Und wie nicht anders zu erwarten ist, werden alle gängigen Sockel problemlos unterstützt. Naja, bis auf TR4 bzw. STRX4 für die AMD Threadripper CPUs. Über die Montage kann ich nicht meckern. Diese ist praktisch 1:1 von den vorherigen Enermax Kühleinheiten übernommen worden. Alles sehr einfach, logisch und verhältnismäßig schnell. Und ich schätze, da wären wir also schon soweit, um uns die Testergebnisse anzusehen, die ich mit der LiqMax 3 RGB erreicht habe. Ganz traditionell für mich habe ich noch Tests mit dem übertakteten Intel i7-7700K durchgeführt, doch aussagekräftiger sind mittlerweile die Ergebnisse, die mit der AMD Ryzen 7 3800X CPU zustande gekommen sind. Also ohne um euch weiter voll zu quasseln, gönne ich euch kurz mal eine Pause von meiner Stimme.
Also, naja, ein richtig besonderes Teil ist die LiqMax 3 RGB in der 240mm Ausführung nicht wirklich, wie ihr gesehen habt. Damit meine ich, sie ist keineswegs schlecht, aber auch nicht super attraktiv in allerlei Hinsicht. Diese Wasserkühlung macht eben einen guten Job für ihren Preis, kann aber nicht wirklich mit irgendeiner Besonderheit punkten. Für 2019 bzw. 2020 Verhältnisse könnte man sie mittlerweile fast schon als stinknormal bezeichnen. Vieles macht dabei natürlich die mittlerweile etwas veraltete 12V 4-Pol-RGB-Beleuchtung aus. Wenn man nun die verfeinerte 5V adressierbare auf aktuellen Produkten so sieht, werden die Unterschiede bei Effekten und Anpassungsmöglichkeiten so groß wie Tag und Nacht. Ich will jetzt hier die AIO-Einheit aber keineswegs in den Dreck ziehen. Sie leistet für 69 Euro sehr respektable Kühlleistung, kann durchaus mit den Top-AIO-Wasserkühlungen und Luftkühlern mithalten und ist dabei im Betrieb sehr leise. Im Leerlauf sowieso praktisch lautlos. Das gilt für Pumpe sowohl als auch Lüfter. Doch selbst auf Volllast keine störende Lautstärke, wie ich finde. Als Nachteil könnte ich hier somit die etwas veraltete Form von RGB-Beleuchtung anführen und die Tatsache, dass sich im Lieferumfang für Kunden mit älteren Mainboards kein RGB-Controller befindet. Ein ganz kleiner einfacher hätte da locker gereicht. Zur Haltbarkeit kann ich wie gewohnt wenig sagen, da würde nur ein Langzeittest Antworten liefern. Soweit scheint mir die heutige LiqMax 3 aber relativ gut verarbeitet zu sein. Trotzdem fehlt mir hier generell irgendwie der Wow-Faktor, den ich sonst so normalerweise bei Enermax Wasserkühlern erfahre. Die LiqMax 3 RGB 240 ist ein guter Allrounder, doch sie erscheint mir etwas inspirationslos, weswegen ich hier nicht Gold, sondern meine Silber-Auszeichnung vergebe. Allerdings kann ich euch schon so viel verraten, dass die 360mm ARGB-Variante da eine deutlich bessere Figur macht. Ein Test dazu wird künftig also noch folgen. In diesem Sinne also, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.